Jo, willkommen beim neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part schauen wir uns ja ein paar versteckte Sachen an, die man eigentlich nicht storymäßig machen muss. Allerdings geben diese Sachen ein paar Items. Und die ersten Sachen, die wir hier finden können, sind hier in der Erzelingentor. Denn dort gibt es bestimmt ein paar Items. Und zwar können wir hier nur vorbei, wenn keine Pokémon auftauchen und wir ein Fahrrad haben. Verdammt. Naja gut, aber immerhin können wir unser Bronzen ein bisschen trainieren. Wir haben unter Level 20, das heißt, wir müssen kämpfen. Also, Konfusion. Nein, nicht verwirrend, bitte nicht. Danke, 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 danke. Und ich übersteuere, fällt mir gerade so auf. Naja. Darf nicht übersteuern. Muss mich beherrschen, dass ich nicht so brülle. So. Okay, verdammt, wir müssen den Gang erst wechseln, sonst können wir hier nicht vorbei, weil wir können hier nur über diese Rampen, wenn wir den Schnellgang eingeleitet haben. Gut, noch ein Zubat. Wir haben wieder die 20er-Regel. Die Pokémon ohne 20er und unter Level 20 müssen trainiert werden. Alles klar. Das wird wieder ein One-Hit. Psycho gegen Gift ist sehr effektiv. Alles Klärchen. Ich hoffe, die tauchen jetzt nicht ständig auf, wenn wir hier da versuchen, drüber zu laufen. Nein! Verdammt, ich war nicht schnell genug. Noch ein Zubat. Ja, gut, immerhin können wir unser Pokémon ein bisschen trainieren. Das schadet ja auch nicht. Unser Pokémon hat eh ein niedriges Level. Das muss ja leveltechnisch unsere anderen Pokémon ja aufholen. Konfusion. Gut, ich glaube, das werden jetzt lauter One-Hit-Kills immer gegen die Zubats. Also deswegen muss ich das, glaube ich, nicht so genau erklären. Mann! Ich glaube, ich brauche einen Schutz. Ich glaube, ich gehe gleich raus, hole mir ein paar Schütze und gehe nochmal rein, weil das nervt eigentlich nur. Genau das mache ich. Wir haben ja zum Glück einen Fluchtseil dabei. Oder vielleicht haben wir noch ein paar Schütze. Ja, geil, wir haben sogar noch ein paar Schütze dabei. Perfekt. So. So, ich brauche da sehr, sehr viel Anlauf, um da rüber zu kommen, glaube ich zumindest. Nein, verdammt, falscher Gang. Warum will man eigentlich so einen Gang haben, der so langsam ist? Ich bin nicht schnell genug? Was zum Teufel? Was? Schutz wirkt nicht mehr. Warum? Ey, das ist doch 100 Schritte nur. Warum denn nur 100 Schritte? Okay, jetzt aber Vollspeed! Jawohl, und nochmal voll. Verdammt. Okay, nochmal Vollspeed! Jawohl, sehr schön. TM31 gibt uns diese Aktion. Sehr gut. Gut, und hier geht's zurück. Hier besteht noch die Möglichkeit, dass man surfen kann. Leider haben wir Surfer gerade nicht dabei. Oder gerade als VM haben wir die gar nicht. Gut, das war's auch schon. Jetzt benutze ich ein Fluchtseil, um rauszukommen, weil, Ganze ein bisschen nervig ist, jetzt da so rauszugehen. Außerdem wird es gleich der Schutz nachgeben und ach verdammt, ich muss jetzt nochmal durch die Höhle, okay. Na gut. Fahrrad ist hier. Ha, perfekt. Der Schutz hat perfekt noch ausgereicht. Gut, jetzt möchte ich wieder zurück nach Flori, denn dort gibt es auch noch eine Stelle, die wir uns anschauen müssen. Und zwar eine Zerschneiderstelle. So, ich halte auch gleich unterwegs noch ein bisschen Ausschau nach ein paar neuen Stellen. Okay, momentan sehe ich keine. Gut, den verwüsteten Pfad haben wir uns schon angeschaut. Den müssen wir nicht nochmal anschauen.
Okay. Gut, ich sehe gerade keine Zerschneidestelle, aber es gibt ja auch ein paar versteckte Zerschneidestellen, auf die man achten sollte. Denn diese Stellen, die können sich auch manchmal verstecken. Aufnahmezeit ist übrigens 17:27 Uhr, deswegen ist wieder eine Dämmerung. So, okay. Übrigens seht ihr den Part immer, ach, hier ist eine Stelle. Übrigens seht ihr den Part immer einen Tag lang, nachdem ich ihn produziert habe. Das heißt, ja, diese Parts sind nie älter als 24 Stunden, die ich gerade produziere. Wer bist denn du? Hi, bist du wissbegierig? Ich frage dich dies aus einem bestimmten Grund. Ich bin Lehrerin an einer Trainerschule und immer auf der Suche nach engagierten Schülern. Aha. Aber bevor du in den Unterricht kommst, gebe ich dir diese TM. TM 78. Das wäre, was ist TM 78? Wusstest du, dass es männliche und weibliche Pokémon gibt? Ja, die Attacke Liebreiz zum Beispiel wirkt nur auf das jeweilige andere Geschlecht. Zum Beispiel, wenn es ein männliches Pokémon auf ein weibliches Pokémon anwendet, senkt dieser Angriff seinen Spezialangriff oder seinen Spezialangriff des Angegriffenen. Ich denke, du weißt das bereits, aber eine TM lässt sich nur einmal verwenden. Daher solltest du das Pokémon, das sie lernen soll, sorgfältig aussuchen. Ja, schon klar. Also, falls ihr Themen Liebreiz haben wollt, dann findet ihr sie hier. Ist hier irgendwo noch was? Hier, ich rieche versteckte Items. Itemradar, was zeigst du mir an? Nichts. Schade. Na, wildes Pokémon. Ein Bilizer. Die 20er-Regel zwingt mich leider zu kämpfen, also Konfusion. Muss auch ein One-Hit-Kill werden, weil auf Konfusion noch Step drauf ist. Unser Pokémon ist ja ein Psychotyp. Jetzt war es diesmal schneller. Sieht man auch nicht alle Tage, dass ein Bronzong schneller ist als ein anderes Pokémon. Das war wohl der Levelvorteil, der unserem Pokémon gerade die höhere Initiative gegeben hat. So, wir sind jetzt in Flori nochmal. Wir waren ja bereits schon in Flori. Auf Durchreise nach Ewigenau. Und hier schauen wir mal dort nach, hier drin vielleicht, ob da eine Zerschneidestelle ist. Ne, sieht nicht danach aus. Nope. Nur viele Blumen und sonst nichts. Gut, dann geht's weiter in Richtung Windkraftwerk. Ist hier eine Zerschneiderstelle irgendwo? Nee, sieht auch nicht danach aus. Hier oben vielleicht? Nur Berge und ein bisschen Gras. Schalelos. Die westliche Form. Es gibt eine westliche Form und eine östliche Form von Schalelos und auch von der Entwicklung. Die westliche Form von Sinnoh ist lila und die östliche Form ist blau. Verdammt, ich habe gegen die 20er-Regel verstoßen. Das ist jetzt die Strafe. Jetzt ist mein Pokémon verwirrt. Na gut, ich muss es bekämpfen. Konfusion! Ha, gut, dass wir Schwebe haben. So, okay. Ich hoffe, das wird ein One-Hit, aber ich glaube es nicht. Nein, leider nicht. Ha, jetzt bist du auch verwirrt. Gleich und gleich gesellt sich gern. So, Konfusion nochmal. Ich hoffe, meins ist nicht mehr verwirrt ist dann. Härtner! Bringt nichts, mein Pokémon greift mit Spezialangriff an. Bitte nicht selbst verletzen. Ach, schönen Dank auch. Gut, wir haben es in den roten Bereich reingeschwächt. Jetzt könnten wir es theoretisch fangen, möchte ich allerdings nicht. Jawohl, selbst verletzen, sehr schön.
Oh nein, nicht selbstverletzend, nicht selbstverletzend. Ich hab's zwar gerade gesagt, sehr schön, aber nicht sehr schön. Jetzt, okay. Kann es sein, dass sich bis jetzt keins unserer Pokémon selbst verletzt hat in diesem Let's Play? Oder hat sich bereits eins unserer Pokémon schon selbst verletzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Wäre aber interessant zu wissen. Ein zweites Chalelos. Gut, ich halte mich wieder an die 20er-Regel. Ich bekämpfe es und zwar mit einer Hypnose-Attacke. Bitte nicht doch mal verwirren! Na super, das Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Mein Pokémon ist verwirrt. Nicht selbst verletzen! Nein! Okay, schlimmer hätte es nicht kommen können. Okay, jetzt aber Hypnose! Ja, Lebensuhle ist mir egal, mein Pokémon greift nicht mit Feuerattacken an. Oder mit Elektrizität. Da habe ich die Attacke gerade mit Nassmacher verwechselt. Haha, du schläfst jetzt. Gut, und jetzt Konfusion nochmal. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht verwirrt. Bitte nicht selbst verletzen, bitte nicht selbst verletzen. Sehr schön. Haben wir aber ein Glück mit der Verwirrung. Ja genau, schlaf ruhig weiter. Jawohl, nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Gut, dann können wir den Part auch gleichzeitig ein bisschen nutzen, um unser Bronzong zu trainieren. Schade, der eigentlich auch nicht. Ah, jetzt könnten wir es perfekt einfangen, aber ach komm, ich fange es einfach mal ein. Wenn es sich schon so anbietet, vielleicht brauchen wir später ein Chalelos für Kaskade oder sowas. Das müsste irgendwie schon drin sein. Ja. Gut, ein neuer Antrag. Chalelos. Seeschnecke. Wassergröße 0,3 Meter. Gewicht 6,3 Kilogramm. Es lebt in der Nähe von Wasser. Seine Körperform hat sich seiner Umgebung angepasst. Das ist die westliche Form und die östliche Form ist blau. Gut, hier sieht's auch schlecht aus nach einer Zerschneiderstelle. Aber hier vielleicht? Hier muss ich durchs Gras nochmal. Verdammt! Ein drittes Chalelos, das dritte hintereinander. Gut, Hypnose und bitte keine Aquawelle. Sehr schön, Härtner ist okay, Härtner ist okay. Mit Härtner bin ich zufrieden. Ah, warum triffst du jetzt dieses Mal nicht, wenn der Gegner schon nichts macht? Ja genau, er macht nochmal nichts, sehr gut. Jetzt triff aber mit deiner Hypnose. Jawoll. Chalelos ist eingeschlafen. Und jetzt verwirre es mit Konfusstrahl. Gut, jetzt schläft das Chalelos und es ist verwirrt. Was will man mehr? Jetzt werde ich es angreifen mit Konfusion. Sieht nicht so besonders viel ab. Aber man muss mit dem leben, was man schafft. Und das wird auch wieder der Kill. Unser Pokémon bekommt ein paar Erfahrungspunkte. Und nähert sich Level 15. Schneiderstelle ist hier leider keine zu sehen. Hier ist eine Surfstelle, die könnten wir uns anschauen, wenn wir Surfer haben. Was wir aber leider noch nicht haben. Da wir VM3 erst später bekommen. Gut, hier ist ein Fettsack. Und ein weiteres Pokémon. Nicht nochmal ein Chalelos.
Aber ja, es ist kein Shalelos, aber ein weiteres Wasser-Pokémon, ein Bammelin. Gut, ich halte mich weiterhin an die 20er-Regel. Hypnose. Gut, Bammelin schläft jetzt eine Runde, das ist sehr gut. Jetzt kann es uns nicht mehr angreifen und jetzt greife ich es an mit Konfusion. Und ich hoffe, es verwirrt sich durch die Konfusionsattacke. Boah, Volltreffer, sehr schön. Peter Storms erster One-Hit-Kill. Das ist nur der Anfang vom Ende aller Gegner von meinem Pokémon. Gut, hier könnten wir unser Pokémon heilen. Hier dürfen wir nicht runterfallen, sonst ärgere ich mich. So, hier geht's weiter. Hier ist eine Zerschneidestelle, genau. Die können wir jetzt da passieren. Zap. So, hier könnten wir Honig ranschmieren an einem Baum oder sowas. Oh, du sammelst Accessoires? Nein, tue ich nicht. Ah, Großbaum. Also gut, wenn ihr einen Großbaum als Accessoire haben wollt, hier bitte schön. Und ein Item, es ist Silberstaub. Verstärkt die Stärke von Käferattacken, soweit ich weiß. Und was ist hier? TM82 Schlafrede. Schlafrede ist eine Attacke, die eine zufällige Attacke auswählt, wenn das Pokémon, was die Attacke einsetzt, schläft. Hier finden wir zwei Himmelbeeren. Dann sind hier zwei Morbbeeren. Als nächstes sind hier Amrena-Bären, die heilen Paralyse, das weiß ich. Und das müssen Sinelbeeren sein. Genau. Okay. Gut, im Wald gibt es auch noch eine Zerschneidestelle, die wir uns anschauen können. So, genau. Und zwar muss ich jetzt hier reingehen und hier ist die nächste Zerschneidestelle. Zap. So, und ich glaube, hier gibt es versteckte Items. Erstmal von meinem Fahrrad runter. So. Na, sieht nicht danach aus fürs Erste, aber vielleicht finden wir noch ein paar. Nein, noch kein Item in Sicht. Hier ist ein Haus. Seltsam. Ne, hier gibt es keine versteckten Items, aber hier gibt es eins. Ein Äther. Halt die AP eines Pokémons um 10. Und ein wildes Pokémon taucht auf. Ein Panikon. Gut, ich greife es an mit Konfusion. Es kann uns ja, glaube ich, nicht angreifen. Selbst mit einem Giftstachel würde unser Pokémon keinen Damage erleiden, weil Stahl nicht vergiftet werden kann. Denn Stahl-Pokémon sind ja eigentlich mechanische Viecher und mechanische Viecher lassen sich schwer vergiften. Deswegen zeigen Giftattacken gegen Stahl-Pokémon keine Wirkung. Okay, das müsste Level 15 geben für meinen Pokémon, oder? Ja, kurz davor. Gut, dann schauen wir mal nach, was hier in diesem Haus ist. Alte Villa. Okay, es sieht hier ziemlich gruselig aus. Gibt es hier ein paar versteckte Items, Artefakte oder so ein Zeug? Nein, leider nichts. Gut, was ist denn hier? Aha, hier sieht es aus wie bei einem
Ja, sieht aus wie so ein Esssaal. Und es tauchen hier wilde Pokémon auf. Und das sind Nebulax, Geister-Pokémon. Ah, leichtes Opfer für meinen Petersdom, denn Nebulax sind Gift-Pokémon. Und Gift-Pokémon sind schwach gegen Psycho-Attacken. Ah, Horrorblick, ich kann jetzt nicht aus dem Kampf fliehen. Möchte ich auch nicht. Gut, das müsste Level 15 geben für mein Pokémon. Boah, ist so wenig Schaden. Anscheinend hat unser Pokémon keinen hohen Spezialangriff. Okay. Das ist ein Level-Up für meinen Bronze. Gut, ich glaube, ich sollte mal mein Pokémon ein bisschen heilen. Die AP meines Pokémons gehen langsam zu Neige. Das heißt, ich benutze jetzt mal einen Adder, am besten den, wo wir gerade gefunden haben. Und heile die Attacke Konfusion. Gut, haben wir noch einen Trank? Sehr schön, wir haben noch vier Tränke übrig. Einen benutze ich und heile mein Pokémon. Okay. Gut, Artefakte! Ich suche nach Artefakten! Da ist was! Ja, zeigt mir was an. Mein Ding was an, mein Itemradar. Hier in der Spüle, oder wie? Ne, hier. Hier, da ist doch nichts. Stehe ich jetzt auf dem Item drauf, oder warum? Hä? Da ist doch nichts. Sehr mysteriös. Mein Itemradar schlägt hier aus. Aber da ist doch nichts. Hä? Das ist seltsam. Jetzt schlägt es hier auf der rechten Seite aus. Hier in dem Mülleimer oder was? Ne, der Abfalleimer ist leer. Ah, hier ist was. Gegengift. Wer schmeißt denn da Gegengift weg? So. Und noch ein weiteres Geist-Pokémon taucht auf. Ein weiteres Nebulak. Das sind wahrscheinlich die einzigen Pokémon, die hier auftauchen. Gut, dann trainieren wir weiterhin unser Bronzel. Ich greife es an mit Konfusion. Wir haben die Attacke ja jetzt um 10 AP geheilt. Oh Gott, Groll ist gefährlich. Das greift nämlich die AP meines Pokémons an. Ich muss aufpassen, wir haben nicht mehr so viele Äther übrig. Glaube ich zumindest. Ha, wir haben das gegnerische Nebulak mit unserer Konfusion verwirrt. Bitte selbst verletzen. Du bist ja eh schon tot, also fügst du dir eigentlich... Okay, er verletzt sich selber mit Fluch. Vielen Dank. Kriegt mein Pokémon noch Schaden durch Fluch? Nein. Okay. Und dieser Abfall ist auch leer. Und ein weiteres Nebulak taucht auf. Lauter Geister-Pokémon sind hier zu finden. Tief im dunklen Wald. In einer alten Villa. Konfusion. Oh, sehr effektiv. Halt noch nicht sehr effektiv. Ich habe ja noch den Stahltyp. Der schwächt ja die Stärke von der Geisterattacke. Denn Psycho-Pokémon sind schwach gegenüber Geisterattacken. Aber Geisterattacken sind schwach gegen den Typ Stahl. Also gleich sieht das Ganze wieder aus. Allerdings besteht bei Schlecker die Möglichkeit, dass mein Pokémon paralysiert werden kann. Das heißt, ich sollte daher auf eine Schlecker-Attacke achtsam sein. So. Versteckte Items! Sieht schlecht aus. Noch ein Nebulak, glaube ich. Anscheinend sind Nebulaks hier die einzigen Pokémon, die hier erscheinen. Gut, nochmal. Konfusion. Ah ja, er verletzt sich schon mal selber, das ist gut für mich. Allerdings ist mein Pokémon jetzt verflucht, bis ich es wieder austausche. Es wäre jetzt auch sehr gut, wenn es ein Kill wird. Jawohl, sehr gut.
Und Level 16? Ja, fast. Schätze! Antike Schätze sind hier bestimmt zu finden irgendwo. Ne, da drüben ist noch ein Bücherregal und ein paar Sitze. Und keine Items, leider. Gut, hier gibt es nichts zu finden. Schauen wir mal nach, was im oberen Stockwerk zu finden ist. Ein Item. Spezialität. Das heilt, glaube ich, eine Statusveränderung eines Pokémons. Ich schaue mal schnell nach. Ja, genau, Statusprobleme eines Pokémons behebt es. Gut, gibt es hier noch was? Nein. Gut, dann hier. Oh Gott, hier sind mehrere verschiedene Räume. Fangen wir mit dem ganz linken an. Ein Item. Und da drüben läuft ein Fernseher. Ach ja, sogar in antiken Villen laufen die Fernseher. Gut, dann schauen wir nach, was hier ist. Den Raum mit dem Fernseher, den lassen wir mal. Oh, wollen wir hier schlafen? Ist überhaupt nicht gefährlich. Nein, nein, jetzt laufen hier nur unzählige Geist-Pokémon herum. Ja, wenn wir schon über Geist-Pokémon reden, da ist eins. Ein Nebulak. Gut, ich greife es an mit Konfusion. Sehr gut, er verlässt sich wieder selber. Das erleichtert mir meine Arbeit. Unser Bronze müsste jetzt Level 16 erreichen. Und so ist es auch. Gut, die Werte von unserem Bronze sind auf Verteidigung gesetzt und auf KP. Aber sehr extrem bei Verteidigung und Spezialverteidigung. Also ein Defender-Pokémon. Gut, hier ist ein Bett und ein Apfeleimer. Schätze! Keine Schätze! Na ja, super, kurz vor dem Eingang blockiert ein Nebulak unseren Weg und lässt uns nicht vorbei. You shall not pass! Konfusion! Ah, Groll, ich habe noch keine Attacke benutzt, du kannst mir nichts abziehen. Und jetzt wäre es sehr choral, wenn du Fluch einsetzen würdest. Na, Horrorblick ist auch okay. Bis jetzt hat keins... Na doch, 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 doch. Ein Gegner hat ja mal Schlecker benutzt, aber ansonsten hat noch kein Nebulak es gewagt, uns bisher so richtig anzugreifen. Und... Oh, okay, das gibt Erfahrungspunkte. Und hier ist ein weiteres Item. TM90, Delegato. Interessant, interessant. Könnte ich vielleicht meinen Bronze beibringen? Delegato. Ich glaube, ich überprüfe schnell mein Moveset und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Gut, ich habe jetzt mein Moveset ein bisschen überarbeitet und zwar bringe ich meinen Bronze jetzt Delegato bei. TM90. Gut, die TM verschwindet, nachdem wir die Attacke benutzt haben oder eingesetzt haben. Oder nachdem wir die TM eingesetzt haben. Das klingt, glaube ich, ein bisschen besser. Okay. Gut, dann gibt es hier drüben noch einen Fernseher. Hier müsste der sein. In diesem Raum. Gut, dann testen wir mal die Delegato-Attacke. Die hat nämlich eine besondere Wirkung, die Delegato-Attacke. Und zwar halbiert es zuerst die KP unseres Pokémons.
oder vielleicht auch nicht. Und dann ist unser Pokémon vor sämtlichen Angriffen geschützt und ja, es ist quasi nicht mehr möglich, dieses Pokémon Schaden zuzufügen, bis der Delegator zerstört wird. Ah ja, jetzt senkt er mit Groll die AP unseres Delegators. So, nach jedem Angriff wechselt unser Pokémon in die Normalform und kehrt dann in die Delegatorform zurück. Na, Fluch funktioniert nicht. Warum eigentlich nicht? Ich meine, es wäre eigentlich möglich, ne? Vielleicht liegt es daran, dass ich Delegator benutze. Naja. Okay. Gut, dann schauen wir mal nach, was hier drin ist. Der Fernseher läuft! Unglaublich! Der Fernseher wird gruselig. Er scheint einen anzustarren. Vielleicht schauen wir hier nach der Liga-Nummer vorbei. Denn dann wird es interessant, was der Fernseher dann macht. Aber erst nach der Liga. Bis dorthin müssen wir das Spiel erst durchspielen. Aber es gibt hier noch einen Raum. Na, jetzt aber Konfusion. Unsere Konfusionsattacke hat nur noch 5 AP. Wir sollten daher diese Villa langsam verlassen, um unser Pokémon zu heilen. Ich möchte nämlich ungern noch einen AP-Heil-Item einsetzen. Elixier oder so ein Zeug. Oder ein Äther. Denn ich glaube, das wird sich, glaube ich, nicht mehr so rentieren. Denn wir heilen jetzt gleich eh unsere Pokémon in einem Pokémon-Center. Ein weiteres Nebulak. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nur Nebulaks auftauchen. Man hätte hier noch andere Pokémon, wie zum Beispiel Traunfugil, einbauen können. Traunfugil gibt es hier nämlich in dieser Edition. Oder vielleicht sogar ein schwaches Alpollo wäre möglich gewesen, allerdings musste es dann selten auftauchen, weil das Ganze ein bisschen so, ja, ein bisschen stark wäre. Gut, bitte verletz dich selber oder benutze Fluch, mir ist beides recht. Ja, verletz dich selber, okay. Wie kann man eigentlich unterscheiden, ob ein Nebulak weiblich oder männlich ist? Ich meine, die sind beide tot. Danach haben die eigentlich kein Geschlecht mehr, weil sie tot sind. Dann verlieren die quasi ihr Geschlecht. Dann sind sie ja nur noch Geister. Dann sind sie ja Seelen, weißt du? Seelen. Und man ist ja nur weiblich und männlich, wenn man einen Körper hat. Weil man dadurch unterscheidbar ist. Wie mit anderen, wie zum Beispiel... Ja, man ist dann quasi leicht unterscheidbar quasi. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Okay, Konfusion hat nur noch 2 AP. Er benutzt Fluch und dann benutze ich Konfusion und der Kampf müsste beendet sein. Okay, das war's für das Nebulak. Gut, gibt es hier noch versteckte Items? Nein, keine versteckten Items, der Abfallheim ist auch bestimmt leer, oder? Ja. Gut, dann haben wir die alte Villa erforscht. Verlassen wir jetzt die Villa und gehen zurück in den Wald. Und soweit ich weiß, müssten wir jetzt auch alle Zerschneiderstellen erkundet haben. Und auch alle Radstellen fürs Erste. Aber es gibt ja noch weitere Rad-Zerschneiderstellen. Und die werden wir auch noch erforschen. Gut, benutzen wir jetzt unser Fahrrad, um schnell nach Erzelingen zurückzugehen. Aber zunächst heile ich meine Pokémon in Ewigenau. Hm, wir müssen jetzt eigentlich nicht mehr nach Erzelingen zurück. Ich meine, wir heilen ja jetzt unsere Pokémon. Da können wir direkt gleich in die nächste Route gehen. In die Route auf dem Weg nach Herzhofen.
starte ich mit der nächsten Arena. Gut, dann benutzen wir jetzt nochmal den Radweg, um schnell nach Erzelingen zu kommen. So, und dieses Mal ohne, dass uns lästige Trainer zu einem Kampf herausfordern. Na, jetzt stell dich mir nicht in den Weg, bitte. Nils! Okay, ich sing schon nicht. Keine Panik, keine Panik. Gut, das war's auch für diesen Part. Im nächsten Part schauen wir uns diese Route hier an und erreichen hoffentlich Herzhofen. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Janke LP. Ciao.